Zu den beliebtesten Themen eines jeden Technikmuseums zählt der Schienenverkehr. In Berlin ist schon der Standort museal. Im Lokschuppen 1 werden die Besucher vom Fürstenportal des ehemaligen Anhalter Fernbahnhofs begrüßt. Es ist der Eingang in die Welt vergangener Eisenbahnzeiten. Alte Lokomotiven und Wagen aus 2 Jahrhunderten möchten bestaunt werden. Eine imposante Ausstellung mit vielen seltenen Exponaten lädt zu einem Rundgang ein. Dr. Alfred Gottwald ist Kurator und Vater der Sammlung. Guten Tag, willkommen im Deutschen Technikmuseum. Wir sind hier im Bahnbetriebswerk Berlin-Anhalter Bahnhof. 2 Rundschuppen mit ungefähr 40 Eisenbahnfahrzeugen laden uns zu einem Besuch ein und zu dem wollen wir jetzt gleich losgehen. Am Anfang der Sammlung steht die Lokomotive Beuth von 1844. Überall geht es aufwärts, auch bei der Bahn. Ein Symbol dafür ist die legendäre V200. Die Diesellokomotive V200, das ist ja ein Name, den jeder Knabe von seiner elektrischen Eisenbahn her kennt. Die ist das Symbol für diese frühe Zeit der Bundesrepublik, für die Wirtschaftswunderzeit. Auch im anderen Teil Deutschlands wird modernisiert. 1959 stellt der Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg die Baureihe V180 vor. Wir haben hier im 2. Lokschuppen die Diesellokomotive V180 der Deutschen Reichsbahn ganz absichtsvoll neben ihre westdeutsche Schwester, so kann man sagen, V200 gestellt. Von der Beuth-Lokomotive bis hin zur Henschel-Versuchslok. 200 Jahre Eisenbahngeschichte werden ohne Langeweile den Besuchern vermittelt. Große und kleine Exponate helfen dabei. Stromlinienfieber oder Eisenbahn unter dem Hakenkreuz. Kein Thema wird ausgelassen. 30 Jahre Deutsches Technikmuseum in Berlin. Ein Besuch lohnt sich immer.